Wie lange ist das jetzt her? Ich mache erstmal einen Leerlauf, ne? Guck mal hier. Diese Halterung einbauen. Wir haben hier sofort die Lenkstange. Der muss so sitzen. Sieht doch geil aus. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Opa Benz. Nein, den haben wir natürlich nicht vergessen. Es gab ein paar Probleme, warum ich den eigentlich zur Seite getan habe. Dazu kommen wir heute. Viele, die neu dazugekommen sind, kennen das Projekt ja gar nicht. Es ist ein ganz normaler W124 230er mit 120 PS haben die. Irgendwie so, vier Zylinder. Das haben wir ganz natürlich geändert und haben, wow, ein kleines Upgrade gemacht. Es ist ein V8 reingekommen. Genau, nicht ein normaler V8. Es ist der M113 mit 306 PS. Das haben wir reingeklatscht. Elektrik habe ich mal so provisorisch angeschlossen gehabt. Der ist immer angesprungen, ist wieder ausgegangen. Aber ich glaube, nach einem Jahr, Batterie ist bestimmt leer. Oder? Aufpassen, aufpassen. Naja, ich glaube nicht, dass er jetzt anspringt. Ich mache erstmal einen Leerlauf, ne? Guck mal hier. Gibt's nicht. Alle meine Autos sind die Batterien leer, außer der. Ich dachte, die Batterie ist leer und ich lasse das so und mache es zu. Gut, dass er mir nicht abgefackelt ist. So, das ist natürlich provisorisch. Das wird natürlich nicht so bleiben, ne? Da kommt noch ein Band drüber. Nein, das werde ich noch bearbeiten. M113, was soll man dazu sagen? Wir haben natürlich hier ein bisschen Veränderungen gemacht. Wir haben selber die Motorhalterung geschweißt. Ich wollte nicht, dass der weiter nach hinten kommt und so halt die Karosserie schneiden musste. Darum habe ich mir einfach die Halterung selber gebaut damals. Wir haben hier jetzt viel Platz, hier kommt ein Elektromotor rein. Das ist alles kein Problem. Flex ist am Start. Das war die originale Antriebswelle von dem W124. Das war von dem Schlachter, von dem CL500 damals. Und der sollte eigentlich miteinander fusioniert werden. Das Problem ist, ich habe die weggeschickt. Die Leute, die das machen wollten, haben sich das angeschaut, haben gesagt, nee, wir müssen komplett neu machen und haben mir eine Summe genannt. Für beide, da hätte ich mir locker zwei Autos kaufen können. Da habe ich gesagt, nee, lassen wir so. Hier Antriebswelle raus, hier Antriebswelle raus und dann irgendwie fusionieren. Hat auch nicht so geklappt. Das war bei dem anderen. Der ist ja wieso komplett auseinandergebaut. Das zeige ich euch jetzt nicht. Also wenn ihr einer irgendwie einen kennt, der sowas günstig macht, der kann sich gerne bei mir melden. Die Bremsanlage vorne, die Bremsscheiben. Frag mich jetzt nicht, ich glaube 330er Bremsscheibe kommt da hin. Klötze sind schon verbaut, da kommen natürlich neue Klötze rein. Hinten die Bremsanlage, da kommt auch zwei Kolbensystem rein. Es ist auch alles von CL damals abgebaut. Habe ich schon ausprobiert. Plug and Play passt das Ganze. Wir müssen nur die Bremsbacken hier ändern. Natürlich bei dem Opa Benz ist mir sehr, sehr wichtig, dass der von außen originaltreu aussieht. Das heißt, es kommt keine Verbreiterung, auch nicht vorne, auch nicht hinten. Ich könnte mir das ganze Zeit anschauen und es wäre nicht langweilig. Warum startet der nicht? Ja, ich habe die Spritzufuhr natürlich abgeklemmt und ehrlich gesagt, er hat auch keinen Sprit mehr, weil irgendwann kam ich in die Werkstatt und es hat voll nach Sprit gestunken. Ich so, hä, was denn jetzt los? Was ist passiert? Bei der Leitung ist einfach alles ausgelaufen. Hier war alles voll mit Benzin. Und dann habe ich das Ganze noch versucht abzusaugen, aber da war nichts mehr zum Absaugen. Da war Milliliter noch drin und die haben wir da rausgeholt. Also sprich, hier haben wir kein Benzin mehr drin. Aber es war schön. Also ich hatte echt eine Woche guten Kopf. Aber nach einer Woche habe ich dieses Geruch irgendwie vermisst. Keine Ahnung. Danach war ich nur mehr in der Tankstelle so schnüffeln. So. Das originale Steuergerät werden wir nicht verbauen. Wir werden hier einen freiprogrammiertes Steuergerät einbauen. Bei dem Automatikgetriebe müssen wir das Ganze nochmal anpassen. Das heißt, sprich, das ist eigentlich die Originalhalterung, die er hat. Die kommt raus und werden diese Halterung einbauen. Oder war das andersrum? Nee. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Getriebe drinnen lasse, also ist ja Automatikgetriebe, oder ob wir einen Schalter einbauen. Ich weiß noch nicht, welchen Schalter ich hier einbauen kann, also getriebemäßig. Aber wenn ich eins gut finden sollte, oder ihr könnt mir auch dabei helfen und sagen, ey Jonas, dieses Getriebe müsste passen, kann sein, dass du die Glocke und so ändern musst. Wenn das so ist, gerne auch mal in die Kommentare schreiben, weil das würde ich auch gerne machen. Schalter möchte ich den haben. Wenn nicht, kriegt er den Automatik, dann fahren wir den halt ja, auf Automatik.
das Ganze. Hinterachse haben wir self-made gemacht, das heißt, wir haben den Differential von der 500er genommen, haben die alte Achse genommen, haben das Ganze kurz angepasst und draufgeschweißt. Ist aber immer nicht schlecht geworden. Ich habe den letztes Mal angeschaut, hat mir so gefallen. Motor kommt wieder raus. Die Krümmer dabei. Auf der linken Seite, das heißt die Seite hier, Airosch, du siehst, hier haben wir unendlich viel Platz. Hier passt der Krümmer Plug and Play drauf, das heißt, wir können den draufklatschen und das Ganze weiter verlegen. Hier, das Ganze passt nicht. Wir haben hier sofort die Lenkstange und da müssen wir schauen, wie wir das machen. Das heißt, wir werden diesen Krümmer auf jeden Fall bearbeiten müssen, dass wir den irgendwie von der Seite einen Bogen machen oder hierhin bis zum Getriebe. Da kommt der Motor wieder rein, dann kommt das Getriebe wieder rein, dann kommt die Kardanwelle wieder rein. Dann haben wir schon mal den kompletten Schrank. Dann ist er schon mal so weit fertig. Und Auspuffanlage wird ja sowieso self-made sein. Ja, ansonsten, Elektrik kommt natürlich komplett wieder weg. Also ich war jetzt ein Jahr, war die Batterie hier angeklemmt und das Geile ist, die Batterie ist immer noch voll. Ja, 8 Zylinder bei einem W124, das wird geil. Den nehmen wir auch liebevoll Opa Benz, weil er auch wie Opa Benz aussieht. Von dem CL und dem W124 werden wir einen Tacho fusionieren. Irgendwie werden wir das machen. Ich habe das soweit schon angefangen, so ausgeschnitten. Muss ich irgendwo noch mit Glasfaser und so bearbeiten, sodass wir den Tacho auch da angepasst bekommen. Falls wir Automatikgetriebe fahren, ansonsten, dann werde ich wieder ein Originaltacho nehmen. Hier habe ich schon oben bearbeitet gehabt für das Getriebe. Wir haben auf jeden Fall Platz. Also vielleicht einen halben Zentimeter, einen Zentimeter runter machen. Ne? Weil der muss so sitzen. Siehst du das? Weil hier, der sitzt genau drauf auf der Lenkstange. Oh. Halt hier. Vom Krümmer muss er so hoch, hier runter. Hier haben wir unendlich viel Platz. Hier kommt er einfach so raus. Das ist kein Problem. Also dieses Jahr wäre schon geil, wenn wir den Eimer starten können. Oder vielleicht sogar eine Runde fahren können. Ich habe Felgen da. Was für Felgen das sind, zeige ich euch natürlich. Danke an Jackies Garage, dann haben wir nochmal Tieferlegungsfedern. Das sieht doch geil aus. Also wir haben hier bei dem Motor haben wir Kettenprobleme. Da werden wir einmal das komplette ausbauen und die Kette erneuern und gucken, was alles noch kaputt ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich glaube, Opa Benz wird dir sowieso gefeiert. Ich freue mich, einfach was zu machen, was nicht von der Stange ist. Mal schauen, ob es klappt. Ich sag nicht, es klappt. Ich werde auch nicht sagen, es wird TÜV bekommen. Das sage ich auch nicht, nein. In der ersten Linie geht es darum, dass das Ding läuft und alles okay ist. Das ist für mich wichtig, ob wir das hinkriegen. So ein V8-Umbau. Ja, es kann sich nur jederzeit was ändern, dass wir irgendwas nur machen. Das werden wir natürlich nach der Zeit sehen. Was wichtig ist, dass wir genauso erstmal vorgehen, dass wir erstmal alles einbauen. Motor auf den Stuhl hin tun, ich würde den trotzdem ankriegen, das ist ja kein Ding. Ja, für mich ist nur wichtig, das Ding soll auch damit harmonieren, weil der Motor halt auch weit vorne ist und dann Kühlerpaket und so rein. Das sind so Sachen, das ist eine Herausforderung, auf das freue ich. Der Teist wieder sehr viel nachdenken und machen. Ich laufe dann wieder mit dem Zollstock rum, überall bestimmt. So, das wird gemessen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Lasst mich das wissen, mit einem Kommentar, mit einem Like, ob ihr auch Bock habt auf diesem Projekt. Und dann, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer KZ2T, bleibt gesund. Ciao.